Also ich muss ja gestehen, ich habe das Spiel Lost Ark am Anfang für etwas generisch gehalten. Dachte mir, naja, so leichte Handheld-Kost kann man auch auf dem Tablet spielen. In den letzten Tagen habe ich da ein bisschen Hoch meine seine Meinung Majestät, geändert. Also Tyrion. die Komplexität nimmt dann doch Formen an. Da ist der arme Fleck. Außer dass er Husten hat. Corona. Bisschen überfordert. Nein, also nicht überfordert, aber doch beeindruckt, was man da alles machen kann. Wir sind ja in der letzten Folge hier in der Hauptstadt angekommen. Wenn ich das nochmal zeigen darf hier. Also der Hauptstadt eines Kontinents, glaube ich. Mal, darf ich mal ganz kurz zeigen, wo wir sind? Vokluterra, hier waren wir überall noch nicht. Ja, das ist alles neu. Und wir haben uns hier, da haben wir angefangen. Das war das Startgebiet hier. Haben uns dann durch Judia, durch West-Lutera gemetzelt und sind jetzt irgendwo hier in Ost-Lutera. Und wenn man sich das mal anguckt, ja, diese ganzen Aktionen, die wir hier gerade alle betrieben haben, das war ein Kontinent. Das war dieses Ding hier. Und dann haben wir hier noch was und da noch was und dort 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 noch was und ich glaube hier unten auch noch. Bin mir gar nicht so sicher. Also allein der Umfang ist gigantisch und ich habe auch schon in den letzten Videos gesagt, wenn das so von der Dramatik, von der Story, die manchmal etwas pathetisch und manchmal etwas furchtbar schleimig ist, wenn man davon absieht, ist die ziemlich genial. Und das Kampfsystem und das Charakter und Eine das Ehre, dich Spielsystem kennenzulernen. obendrein, ja. Wir haben die Karten, wir haben die verschiedenen Skillungen, die man da zusammensetzen kann. Und es kommen immer mehr Sachen dazu. Es kommen Händler dazu, es kommen Verkäufer dazu, es kommen Rezepte, es kommen Sammelitems, es kommen Runen und Gravuren und ach, die eigene Festung, die ich euch übrigens noch zeigen muss. Es kommen so viele Sachen dazu. Da muss er erstmal die Ohren anlegen, was das alles ist, ja. Also es ist. Nicht, es ist kein Einheitsbrei, so viel muss man sagen. Es macht schon Spaß. Ist schon eine feine Sache. So, jetzt gucken wir mal kurz hier in die Gilde. Ja, die Gilde sieht noch ganz gut aus. Wir können ja unsere hier wöchentlichen unsere Gildenmitglieder mal angucken. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir sind 7 Leute. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch mal so ein bisschen, was hier noch so. Also erstmal müssen wir uns hier mit dem Gravurenschleifer befassen. Das ist eine. Ich lasse sie wieder erstrahlen. Ja, das ist eine Wissenschaft für sich, glaube ich. Man kann zum Beispiel. Wie zeige ich euch das am besten? Also, man hat hier. Der hat mir hier sowas gezeigt. Wir haben hier diverse Steine, ja. Wo der Unterschied zwischen diesen Steinen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Basiseffekt. Also, da kann man Steine schleifen. Also, ich weiß von gar nichts, ich rate hier nur, ja. Und diese Steine haben verschiedene Auswirkungen hier, Expertin, ja. Und die kann man wohl in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen schleifen. Und das kostet jeweils 150 oder wahrscheinlich wird es dann noch teurer. Man hat eine Erfolgsrate von 75%, also offenbar kann es auch daneben gehen. Und man kann hier auch so eine eingeschränkte Fähigkeit reinschleifen, glaube ich. Ja, und dann ist die Chance auf Zerbrechen halt da, das heißt, dass der Stein kann kaputt gehen. Also hier, ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus. Was ist denn was Sinnvolles für mich? Nekromantie, da hat man eine Chance auf beschworene zusätzliche Soldaten. Aha. Oder auf kritischen Schaden, aber es besteht eine Chance, dass deine Angriffe 20% weniger verursachen. Das klingt richtig blöd. Also dann eher Nekromantie. Was ist das hier? Verringert Verteidigung um 5%. Ich nehme mal an, vom Gegner, nicht von mir. Das wäre merkwürdig. Achtmal erfolgreich schleifen, erhöht zudem die Vitalität um 45, neunmal erfolgreich schleifen um 90, zehnmal um 135. Der ist noch nicht geschliffen. Okay, gucken wir uns mal den Rest hier an. Verstärkter Schild. Statuseffekte? Nee, Verteidigung wollen wir nicht. Überfallanführer. Erhöht zugefügten Schaden um 10% der Boni auf deine Standardbewegungsgeschwindigkeit. Hä? Habe ich gar keine, insofern bringt das nichts. Also der erste, merken wir uns mal. Experte. Effektivität von Schild und Heilung. Nee. Effektivität von Taumelangriffen brauchen wir auch nicht. Verteidigungsverringerung. Nee, also Nekromantie halte ich jetzt bis jetzt für ganz witzig. Herausforderer. Nee, auch nicht. Meister des Hinterhalts. Schaden für erfolgreiche Hinterhaltangriffe. Die mache ich mit der riesigen Wumme definitiv nicht.
wenn du gestoßen wirst. Da halte ich diesen Stein hier vielleicht noch für am sinnvollsten. Ich versuche mich mal an einem Nekromantie-Schliff. Hat es jetzt geklappt? Ist es jetzt gut? Habe ich einmal erfolgreich... Nee, es hat offenbar nicht geklappt, weil sonst hätte ich ihn ja... Das hat geklappt. Okay, also super, den ersten gleich versemmelt. Ganz toll. Bin so begeistert. Chance auf Zerbrechen. Ach, die sinkt dann? Oder wird die dann... Erfolgsrate. Ach, jetzt wird die auch noch geringer. Super. Aha. So, jetzt haben wir schon... Jetzt haben wir da... Nein, komm, machen wir mal noch einen. Jawohl! Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Was kriege ich? Na, plus 8 kriege ich nicht hin. So. Okay, das sieht ja schon mal gut aus eigentlich. Gold haben wir genug. Ihr seht da 102. Jetzt haben wir hier plus 4 drin. Vielleicht kriegen wir nochmal 4 hin. Ich gucke mir mal gerade, wie das steigt. Was sind denn 10 Adern? 5 Adern? Was heißt denn das? Ich glaube, 5 wäre, wenn ich 5 mal erfolgreich geschliffen hätte. Kann ich jetzt nochmal? Nee, das ist ausgegangen. Okay. Verwiegene stumpfe Waffe. Komm. 1. Daneben. 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 Ey! Ey! Ihr Schweinepriester. So, jetzt 65% zerbrechen will ich eigentlich gar nicht. Dann ist er ja kaputt. Das ist ja kaputt, der schöne Stein. So, was mache ich jetzt damit? Stein der Geburt. Facette. Quest. Hat er einen Quest? Großartig. Sobald das Schleifen abgeschlossen ist, leuchtet der Fähigkeitsstein hell auf. Geschliffene Fähigkeitsstein verleiht dem Träger seine Kräfte. Probiere ihn allerdings unbedingt aus und lasse ihn nicht einfach im Inventar liegen. Drücke I, um das Inventar zu klicken, auf die Fähigkeitsstein, um ihn auszurüsten. Wo rüste ich ihn denn aus? Wenn du einen Fähigkeitsstein nicht ausrüsten möchtest, kannst du ihn jederzeit zerlegen. Da kriege ich mystisches Pulver für, mit dem du eine Steintruhe kaufen kannst. Aha. Aha. So, jeder macht mal Fehler. Die glänzen wunderbar. Ja, die glänzen ganz toll. Meister, Handwerker, Juwelier abgeschlossen. Okay, wir haben unseren ersten Stein geschliffen. Dieser erste Stein liegt irgendwo rum. Was ist denn der jetzt, den ich geschliffen habe? Keine Ahnung, wo der ist. Ach da, warte mal, das ist er. Okay, warte mal, das ist... Genau, die haben alle... Schleifversuche 6. Müsste das hier sein. Ader 4, genau. Ader 2. Ah, verstehe. Okay, den könnte ich jetzt ausrüsten. Soll ich das mal machen? Das ist ja mein erster Stein. Komm, wir probieren wir mal. Den rüste ich jetzt mal aus. Hier, Rechtsklick. Warum geht das nicht? Du kannst nur geschliffene Fähigkeitssteine. Ist der nicht geschliffen? Er ist doch geschliffen. Oder nicht? Warte mal, ich hatte aber da noch 6 Mal geschliffen. Eintauschen. Was kann man denn hier eintauschen? Huch. Ach so, Pulver, das und dann kriege ich diese Dinger da. Okay, das wollen wir aber nicht. Ist der nicht geschliffen? Ich dachte, er wäre geschliffen. Ich probiere jetzt mal. Achtung. Huiuiui. Ach, das zählte noch nicht mal, ja? Nochmal. Er ist nicht zerbrochen. Das zählt aber auch nicht dazu, habe ich so den Eindruck. Eingeschränkte Fähigkeit. Mal 2. Was habe ich damit freigeschaltet? Ich hatte noch hier irgendwas. Erhöht die Anzahl der Male, die ungewöhnliche Gravureffekte darauf sammeln kannst. Aha. Nee. Unverkäuflich. Ich will den jetzt schleifen. Lass mich den schleifen. Du kannst nur geschliffene Fähigkeitssteine. Ist der nicht geschliffen? Bin ein bisschen ratlos.
Schleifen erforderlich. Ja, wo schleift man ihn? Facette. Wo schleift man ihn? Muss ich ihn komplett durchschleifen? Vermutlich. Schleifen abgeschlossen. Aha, ich muss ihn komplett durchschleifen. Verstehe. Schleifbonus. 6 Erfolge. Kein zusätzlicher Effekt angewendet. Naja gut, also wir haben hier... Wir haben hier einen Stein geschliffen. Können wir mal gucken. Wo ist er hin? Da ist er. Den könnte ich jetzt ausrüsten. Ader 5. Verteidigungsring. Was für ein Stein. Ich kann sie wieder erstrahlen. Ja, wo habe ich den jetzt? Und jetzt könnten wir angucken. Jetzt könnten wir uns hier nämlich angucken. Im Charakterprofil. Bei Gravuren. Da habe ich tatsächlich jetzt diese Steine aktiviert. Ach, den könnte man auch auf Stufe 2 und 3. Wie kriegt man ihn da hin? Toll. Die habe ich aber noch nicht mal irgendeine Stufe erreicht. Ist ja erbärmlich. Ist die Frage, wie legt man ihn wieder ab, ne? Verringert Verteidigung. Die anderen haben alle gar nicht gezündet, ne? Da brauchen wir ja... Wir brauchen ja mindestens 5. So, das heißt... Hier hat wirklich nur verringert Verteidigung um 5%. Ich nehme mal an, nicht meine, oder? Das wäre merkwürdig. So, die Stufe eingreifen, die Schleife von... Wie setzt man das wieder ab? Juwelen haben wir noch nicht. Okay, ja, also das ist das Schleifen. Da kann man sicherlich, da könnt ihr mir sicherlich tonnenweise noch zu erzählen. Hier können wir mal kurz Ausrüstung reparieren. Ja. Und jetzt ist die Frage, wo habe ich diese Rezepte her? Ich habe ja hier noch... Ach, das sind diese Steine, die ich dann... Ah, okay, verstehe, ja. Und wo kriege ich diese Steine her? Wir wissen es nicht. Dann habe ich noch sowas hier gekriegt. Eine Truhe zu verschiedener Festung. Achso, das ist für die Festung. Die zeige ich euch gleich. Nächster Kraftader plus 3. Erhöht die Anzahl der Male, die du den ungewöhnlichen Gravureffekten von Äthertropfen sammeln kannst. Was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Aber gut, das wird schon ein... Ihr werdet es auch, das werdet ihr mir erzählen. So, also, das ist die eine Geschichte mit dem Schleifen. Die andere Geschichte ist, wir haben ein bisschen offline gefarmt und dann haben wir uns hier das Ganze, die ganzen Berufe angeeignet. Die sind aber alle noch hier relativ am Anfang. Und wofür man diese Berufe braucht, also wofür man Holz braucht, wofür man Pflanzen braucht, wofür man hier Tiere jagen muss. Das kann ich euch auch zeigen, weil ich habe ein neues Lied gelernt. Zack, da ist es. Das Lied von Heim und Herd. Und wenn ich das spiele, passiert Folgendes. Dann kommt Helene Fischer um die Ecke und singt ein frohes Lied. Nein, macht sie natürlich nicht. Dann komme ich auf meine Festung. Ja, ich habe jetzt die Festung. Und allein diese Festung ist auch wieder ein Akt von... Komplexität, man möchte weinen. So, fangen wir mal damit an, dass wir natürlich auf die Karte gucken können und dann hier verschiedene Festungspositionen sehen. Wir können auch, warte mal, welche Taste war das? Steuerung L1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 drücken, um zum Beispiel zur Verwaltung, zur Platzierung, zur Garderobe, zur Fernsicht, zu, keine Ahnung, zu irgendwas zu kommen. Zum Beispiel 1 drücke, kommen wir zur Verwaltung. Da können wir ins Labor gehen und im Labor können wir dann in der Tat gucken, ob eine Forschung verfügbar ist. Ist keine verfügbar. Ich habe schon neue Werkzeuge gekauft. Ich habe auch schon ein Schiff gebaut. Und das kann man dann nachher auf Tour schicken. Ich habe einen Handelsvertrag gesetzt und das sind alles so Sachen. Also in der Werkstatt können wir auch mal nachgucken. In der Werkstatt können wir hier Tränke machen, bauen, also Tränke für Kampf, Kochen, Gebäude können wir bauen aus Holz, wohlgemerkt, ne? Was haben wir hier noch? Verschiedene andere Zäune, die machen wir auch aus Holz. Grabentür, was haben wir noch? Werkzeuge, speziell Bauernhof, Kochen. Naja, allzu viel können wir noch nicht. Wir können gerade mal ein paar Objekte uns
Das war es dann auch schon. Expeditionsstation, ja. Hier haben wir zum Beispiel den Nutztierschutz. Verbleibende Zeit, weniger als eine Minute. Da habe ich mein Schiff auf Tour geschickt. Und was meint die mit verbleibende Zeit, weniger als eine Minute? Müsste jetzt eigentlich durch sein, oder? Missionsstart. Ach so, das muss ich jetzt erst starten. Ah, klar. Okay, also, ich habe hier die... Ach so, wir haben unten eine Energieleiste. Wo die ist gerade, das weiß ich nicht. Die müsste hier unten irgendwo sein. Da unten ist sie. Warum sind die so leer? Ach nee, das sind die IP. Da ist die Energieleiste. 15.000 von 15.000. Wenn die leer ist, muss man warten. Die füllt sich, glaube ich, täglich wieder auf. Bin mir nicht sicher. Das verbrauchen wir auf jeden Fall. Dass eine Marke, die auf Reddy erhalten werden kann. Energie, verbleibende Zeit. Okay, komm, wir starten es mal. Go. Bestätigen. So, war es das? Ne, jetzt habe ich irgendeinen Erfolg freigeschaltet. So, jetzt ist die Mission abgeschlossen. Missionsergebnisse können wir ja mal gucken. Erhaltene Belohnung. Geh weg da, ich will das sehen. Ich habe Expeditions-EP erhalten. Keine Ahnung, was man damit macht. Um die Expeditionsstufe zu erhöhen, klar. Piratenmünzen, 16 Stück. Raid-Siegel, keine Ahnung. Und Stein der... Stein der Vorsehung. So, jetzt können wir natürlich weiter sagen. Hier weitere Missionen erfüllen. Gucken wir mal. Das dauert 2 Stunden. Alles 2 Stunden. Okay, die erste Mission war offenbar eine von den kurzen. Die anderen sind alle relativ lang. Okay. Die bringen alle dasselbe, oder? Chance auf. Steht auch eine Schwierigkeit? Nee, ne? Bin mir da nicht so sicher. Spezialmission gibt's auch. Nee, gibt's nicht. Okay. Welche machen wir? Dauern alle 2 Stunden. Ich glaube, das ist relativ egal. Und bringen auch alle dasselbe. Außer das hier. Das sind Siegessiegel und das sind Raid-Siegel. Komm, machen wir erstmal das hier. Da seht ihr. Und jetzt haben wir, ist hier die Leiste ein bisschen... Nee. Da, hier. Die Menge ist ein bisschen weniger geworden. Wahnsinnig kompliziert alles. So, jetzt müssen wir... Da müssen wir noch eine Mannschaft zuweisen. Das Schiff haben wir schon. Mannschaftsliste. Mannschaften habe ich auch irgendwie gekriegt. Fragt mich nicht wie. Warum kann ich die nicht zuweisen? Wir wissen sie nicht. Ich mache mal automatische Zuweisung. So, dann hat das auch geklappt. So. Aus irgendeinem Grund ist da mein Viech auch aufgelistet. Keine Ahnung. Aber es kann losgehen. Missionsstart. Expeditionskosten. Was das hier für Kosten sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Werden wir dann sehen. So. Schiff ist unterwegs. So, in 2 Stunden können wir wieder was davon. Was heißt diese Anpassung? Weiß ich auch nicht. So viele Sachen, wo ich nicht weiß, was es heißt. So, das Ding ist aktiv. Was haben wir noch? Das Anwesen haben wir noch. In dem Anwesen können wir, glaube ich, nichts tun. Aber wir können ja hier mal gucken, was wir hier noch haben. Lerne, wie man... Ach so, den Schleifer-Quest haben wir auch gemacht. Können wir mal abholen. Was kriegen wir dafür? Ach, guck mal, wieder Gold. Her damit. Zip. So, begib dich zur Prüfungseinheit. Jetzt gucken wir uns aber trotzdem hier nochmal ein bisschen um. Grundlagen der Festungswirtschaft. Komm, gehen wir mal dahin. Beziehungsweise, was haben wir hier alles? Ach, das sind die... Ja, Platzierung, Steuerung... was ist denn Steuerung 3? Was zum gütigen Henker. Achso, das ist mein Badesort. Was habe ich an? Garderobe von Sirene. Wieso sollte ich den Prinzen ausrüsten? Ich bin komplett unklar. In lauter Garderoben. Keine Ahnung, warum sollte ich andere Charaktere ausrüsten? Seid ihr behämmert? So, wer ist das hier?
Keine Ahnung. Ach so, da können wir die TP-Tränke herstellen, die Trefferpunkte. So, jetzt wollen Sie mir was über die Wirtschaft erzählen. Erzähl mir was über die Wirtschaft. Bist du das? Ja. Wow, einen schönen Platz hast du da. Unsere Sachen sind auch schön. Riskier mal einen Blick. Ich riskier mal einen Blick. Was hast denn du? Leuchtende Zagoras-Kristalle. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Ein seltenes Juwel, das nur auf dem Gipfel von Zagoras gefunden hat, wo der Wind schneit wie Klingen. Es wird durch ein zartes Licht charakterisiert, das von der Schneekuppe. Was macht man damit? Ihr Napfsülzen. Die Rätsiegel habe ich, das ist klar. Verwenden um Gebäude Urs Baumbank in der Werkstatt deiner Fässer. Also das scheint ein Rezept zu sein. Okay, verstehe. Ich habe verstanden. So, aber das ist ja noch nicht der Quest, ne? Zwei Kaufe vom Händler am Hafen. Okay, ich soll da etwas. Ich soll leuchtende Zagoras-Kristalle kaufen. Okay, wow, machen wir. Wow, einen schönen Platz hast ja, du. Ja, jetzt halt. Unsere Sachen sind auch schön. Ich geh mal einen Blick. So, erstmal einen, ja? So, warum kann ich keine weiteren kaufen? Weil der alle ist. Okay, man kann nur einen kaufen. Wie toll. Wie super. So, habe ich gemacht. Und nu? Kehre zu Adelaine zurück. Okay. Ich habe einen Kristall gekauft. Vom Händler am Hafen. Halt, da ist Adelaine. Gute Arbeit. Ich begleite euch zum Anwesen. Okay, jetzt gehen wir zu meinem Anwesen. Ich habe ein Spezialgerät hergestellt. Toll. Mit dem alten Band, den Nahun damals zurückgelassen hat. Aha. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, mein Schatz. So. Gehe zur Vorderseite des Anwesens. Mache ich. Darf ich vorstellen, mein Anwesen? Das Anwesen bietet viele vorteilhafte Gebietseffekte innerhalb der Festung. Wählt es weise aus. Ich wähle es weise aus. Was soll ich dann auswählen? Gebäude. Was soll ich denn machen? Sprich mit Adelaine, achso. Ihr könnt euer Anwesen auch über den Band verwalten. Ich weiß ja nicht, was da so witzig dran ist, Adelaine. Zieh dir lieber mal was an, du siehst aus wie eine Bordsteinschwalbe. Benutzung ist kinderleicht, legt den Effekt an, den ihr gerne am Anlegen. Der genaue Effekt hält, bis ihr ihn entfernt. Wichtig ist, dass ihr sorgfältig erforscht, welchen Effekt für eure Festung notwendig ist. Okay. Ich werde sorgfältig erforschen. Wie mache ich das? Vielleicht das Labor hochstufen. Ja, das mache ich gleich, das Labor hochstufen. So, abschließen. Was kriege ich hin? Ach, da kriege ich wieder ein bisschen Holz und Steine und ein Ja, okay. Sehr gut. Ich finde das sehr, sehr gut, die ersten Schritte. Was? Händlerbesuch. Tago. Händler bricht auf in 7 Stunden. Soll er doch. Ist mir doch egal. So, Laborstufe 2 sollen wir erforschen. Gehen wir mal dahin. Und sagen Laborstufe 2. Was wir jetzt auch können. Da brauchen wir ein paar Steine für. Ich habe 184. 24 brauchen wir. Nee, Steine nicht. Eisenerz. Und Holz habe ich zum Glück auch genug gehauen. Und Geld haben wir auch genug. Ist also alles kein Ding hier. Forschen. Das geht recht fix, wie wir sehen. Ich denke mal, das wird nicht immer so schnell gehen. Und schwupps. Abgeschlossene Forschung. Ja, baue das Labor aus. Okay. Jetzt können wir tatsächliche Anwesensaufwertung betreiben. Können wir noch irgendwas machen? Warte mal, können wir bitte mal jegliche Forschung, nur verfügbare Forschung. So, danke. Aktionsenergie, was? Aktionsenergie? Aktionsenergiebrauch. Energieverbrauch, Verringerung. Aktionsenergie. Ach so, dann verbrauche ich hier unten weniger. Aha. Aha. Wie schnell geht er? Oh, 8 Stunden.
Pest die Waldweh. Das machen wir nicht. Haben wir hier noch was? 11 Stunden. Holla die. Und ich sag euch, die Waldfee, ja? Festungsstufe 5 erreichen. Werkstatt. Was wäre denn sinnvoller? Eigentlich wäre das hier Aktions... Die Forscher brauchen dringend Urlaub. Gut ausgeruht, dürfen sie ihre Aufgabe effektiver... Also da brauchen wir wenig Aktionsenergie. Das wäre vielleicht gar nicht mal blöd. Was ist denn unser nächstes Ziel? Sprich mit... Schon wieder mit Adeline. Begib dich. Ich spreche erstmal mit Adeline. Nicht, dass die nachher will, dass wir irgendwas machen. Was dann nicht mehr möglich ist. Habe ich etwas zu schnell erklärt? Nee, du hast überhaupt nichts erklärt. So. In Westwi offizielle... So, die offizielle Einführung ist abgeschlossen. Oho, hab Dank. Was passiert jetzt? Ach, jetzt werden wir hier. Bitte nicht wieder singen. Die singen manchmal. Das ist wie ein Disney-Film hier. Die Leute sind offenbar guter Dinge. Hauptsache, sie sind nicht guter Singer. Ich wusste, dass du ein geborener Anführer bist. Oh, Happy. Lutera hat für dich und deine Untergebenen ein Geschenk vorbereitet. Lasst uns essen, trinken und feiern. Schmeißt er sein Schwert hoch und ersticht jemand aus Versehen. Yay, und wir feiern alle. Gut, gut, wir haben jetzt alle gefeiert. Sind auch alle ganz satt. Sprich mit, schon wieder mit Adeline, okay? Glückwunsch von seiner Majestät höchst selbst. Ihr seid wirklich würdig, in der Geschichte Lutheras einzugehen. Ja, das bin ich. Blablabla. Was will sie denn jetzt von mir? Ja, sie bedankt sich noch 5-mal. Mein Gesicht ist knallrot, das liegt bestimmt am Wein. Prost, Adeline. Wir sehen uns dann im oberen Schlafgemach, ja? So, was kriegen wir jetzt dafür? Oh, wir kriegen einen Frachtwagen, einen soliden Tresor. Ein Holzfass, sehr gut. Ist das alles Deko? Bin mir nicht sicher. Forschungsfestungsgemeinschaft freigeschaltet. Okay, als allererstes kriegen wir, ihr seht, ja, es wird immer komplexer und ich habe so den Verdacht, das ist nicht das Letzte, was hier komplex wird. So, dafür kriegen wir eine Festungsaktivitätsentlastungstruhe. Ja, auch gut. Was ist das hier? Da kriegen wir ein... Ah, hier noch so ein paar Pillen. Damit kann man die EP wieder auffüllen, glaube ich. Ja. So. Und damit wäre das hier erstmal gegessen. Lass mal gucken, haben wir hier noch irgendwas zu tun? Nein. Da noch irgendwas zu tun? Nein. Huiuiui. Das war aber aufgeregt. Gravureffekt. Habe ich irgendwo einen Gravureffekt? Nö. Wo habe ich einen Gravureffekt? Da habe ich einen Gravureffekt. Äthertropfen. Ach, das ist was, was ich vorhin... Okay. Verstehe nicht, was ich da gemacht habe. Aber das macht ja auch alles nichts. Drück da drauf. Egal. Gravureffekte. Kümmern wir uns später drum. Was haben wir noch? Inventar. Ich habe schon wieder was Neues gekriegt. Ja, tonnenweise. Kann ich die irgendwie lernen hier? Ein Gebäude registrieren. Können in der Gebäudeliste im Designmodus genutzt werden. Na klar, registrieren wir das Gebäude. Komm, alle mal registrieren. So. Ich registriere die ganzen Gebäude. So, was ist das? Das ist eine... das müssen wir hier mal hinpacken. So, was haben wir hier noch?
Keine Ahnung, warum ich das jetzt hergestellt habe. Ich werde wissen, warum. So, was haben wir hier? Festungsaktivität, Entlastungsgedöns. Ach, das sind hier die Dinger. Okay. So, können wir jetzt hier... Jetzt hatte ich gesagt, ich kann hier was reinziehen. Aber hier ist ja nirgendwo etwas reinzuziehen. Du kannst Effekte, indem du ein Gebäude und ein Outfit an den Platz ziehst. Freischaltbares. Es wird kein Effekt angewendet. Ja, wo sind denn die Effekte? Was weiß ich denn? Alle öffentlich. Alle Aktivitäten. Wo kriege ich sie denn her? Wir wissen es alles nicht. Warte mal, Freischaltbares. Ja, das ist ein Outfit und das ist... Ja, da haben wir aber nichts. Also wir haben keinen Effektplatz. Wir haben keinen Effekt. So, also... Wahnsinnig viel zu tun. Ich glaube, hier sind wir... Prüfungsarena. Ja, das machen wir später. Und das machen wir auch später. Was ist das hier? Hallo, niedlicher Felix. Das ist übrigens Felix hier, ja. Die haben in der letzten... Ein weiteres Gebäude hier vorn hinzufügen. Was willst du denn? Was willst du denn für ein Gebäude? Ich bin ziemlich berühmt, ja. Im Design-Modus. Nutzt die Maus, um den Platz zu klicken und ungehindert zu installieren. Okay, da kriegen wir auch wieder was für. Soll irgendwo die Gebäude errichten, um Felix, die Felix gebeten hat. Rebenzaun und eine Rebensäule. Okay, welche soll ich denn errichten? Moment. Wähle Werkstatt. Okay, jetzt will Felix, dass ich irgendwas errichte. So, wir gehen in die Werkstatt. Wähle Werkstatt, Gebäude. Stelle etwas her, was du hinzufügen möchtest. Okay. Nee. Nicht bei Werkstatt, oder? Doch, Gebäude. Kleiner Brunnen. Ein kleiner Brunnen wäre doch mal schön, ne? Oh, warte mal, ich sehe ja gerade. Der braucht dieses Material. Rebenzaun klein. Rebensäule, Rebentür. Aber so ein kleiner Brunnen wäre schon cool. Ich will einen kleinen Brunnen herstellen. Ach, der hat dann einen Effekt? Soll ich das mal machen? Bin mir nicht sicher. Kostet auch noch Gold. Ich krieg die Krise. Komm, wir stellen mal einen Brunnen her. So, wie lange braucht... Ach, eine Stunde braucht das. Krieg die Krise. Okay, alles cool. Ist gut, kleiner Felix. Dover Felix, keine Ahnung. So. Und ihr merkt, ja, also man hat hier tonnenweise Sachen, die man... Bauernhof, Höhlenverwalter. Was? Ich guck mal ganz kurz, was wir hier noch so machen können. Anwesen. Achso, das ist dasselbe hier. Effekte. Da! Festungsinfo, Fortschrittsinfo. Laboreffekt. Nee, doch nicht. Bin wahnsinnig verwirrt. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Freunde, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder mit Questen weitergeht. Hier wollte ich euch einfach mal zeigen, was sie mir noch aufs Auge gedrückt haben hier. Nächstes Mal werden wieder Monster geschlätzelt. Vielleicht habe ich bis dahin die Festung auch etwas weiter ausgebaut und zeige es euch mal. Aber primär gibt es dann wieder Kloppe. Was ist das hier los? Achso, hier kann ich nicht raus. Bis dann denn, euer Mr. Fleck aus Lost Ark. Ich bin total überfordert.